Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Factorio hier auf Steel Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und der Ofen hat sich nicht selbst versorgt. Frechheit. Das ist natürlich eine Frechheit. Aber es liegt auch daran, dass ich die Frechheit hier wieder mit Pfusch am Bau gemacht habe. So. Okay. Also da war ein bisschen Pfusch am Bau wieder am Werk. Das ist natürlich ungünstig. So, Pfusch am Bau ist übrigens sowieso ein Thema, dem wir jetzt nachgehen müssen, denn wir haben wieder Pfusch am Bau betrieben. Ich habe, oder sagen wir mal, der Kommentar sagt, ich habe an einem Bahnhof, aber ich weiß nicht mehr, ob er auch genau gesagt hat, welchen, das falsche Netzwerk angegeben. Ich weiß nicht, ob es ein Depotbahnhof ist oder ein anderer Bahnhof hier oben, aber ich nehme an, dass es einer von den Bahnhöfen hier oben ist. Entweder der oder der bei dem, unten bei dem gegrisselten. Obwohl das funktioniert ja und das andere haben wir glaube ich nicht fahren sehen oder habe ich noch nicht fahren sehen, großartig. Und ja, das mit den Prioritäten habe ich kurz gelesen, aber noch nicht ganz verinnerlicht. Ich bitte das zu entschuldigen, ich versuchte mich eigentlich gut darauf vorzubereiten, dass das Netz, beziehungsweise dass ich die Kommentare alle sozusagen auf Kette und auf Reihe habe, damit ich dann weiß, wovon ich rede. Es sind viele Kommentare diese Woche gewesen. Und ich habe es aufgrund von recht grauenhaftem Zeitmanagement meinerseits nicht gepackt, das übereinzukriegen. Hab alles zwar gelesen, also mitbekommen, dass die Kommentare da sind. Hab aber dann, hier haben wir die 0 eingetragen, da muss eine 1 hin. So. Gut, dann haben wir hier einen Anbieter, der genügend anbietet. Und dann müsste jetzt demnächst eigentlich auch einer für diesen Dust da sein. Gut. Im Bahnhof. Ach, das war das mit der, wo ich die Prioritäten sowieso rumgespielt habe. Wobei gesagt wurde, dass die Prioritäten, also dass die Bahnhöfe der Reihe nach immer durchtickern. Und wenn man die Priorität hat, wohl durchaus was zu sagen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, hieß es, dass umso höher die Priorität, desto eher wird der Bahnhof angefahren. Wenn ich das richtig verstanden habe. Aber kann auch sein, dass ich das falsch verstanden habe. Ist nicht weiter schlimm, ich werde mir die Kommentare morgen früh angucken, also am Samstagmorgen. Also heute Morgen für euch habe ich sie mir angeguckt von der letzten Woche. Da werde ich Zeit haben, weil da habe ich einen Friseurtermin und da kann ich ein bisschen lesen. Oder ein bisschen mehr lesen. Das war erstmal das zu dem. Und Friseurtermine sind ja momentan auch wichtig und die muss man wahrnehmen. Und wenn das dann auch noch so ist, dass die Dame vom Friseur einen persönlich anschreibt und sagt, hey, wie sieht's aus, wann hast du Zeit? Da sage ich natürlich dann nicht nein. Gut, ich wollte dem Bahnhof, dem Zug muss ich jetzt hier noch ein bisschen was sagen. Xedre ist der hier oben, da fügen wir mal als Wartebedingung hinzu 5 Sekunden Inaktivität. Er steht ja momentan auf manuell. Da müssen wir jetzt. Oh, da muss ich die. Habe ich die schon umgedreht dort? Nee, da muss ich da mal hingehen noch. Mist, verdammt, jetzt wusste ich, wo ich wieder hin wollte. Damit ich hier die Müllhalde weiter befüllen kann. Wie voll seid ihr eigentlich? Ich habe da eine Hoffnung, aber ich glaube, die geht nicht auf. Na, das wird knapp. Okay. Also, ich habe da eine Hoffnung. Aber gut, die wird wahrscheinlich nicht aufgehen. Dafür ist denn doch zu viel Zeug schon in den. Verschwunden in den Weiten der, ja, wie soll man sagen, der Befüllungsanlage hier, beziehungsweise unserem Zeugs. Was ich einen sehr interessanten Kommentar fand und wo ich auch sagen muss, ja, nee, weiß nicht. Also, nee, geht im Groben und Ganzen darum, dass geschrieben wurde, dass ich vor weit über 100 Folgen oder sowas. Ah, ich finde das auch noch was. Das letzte Mal ein neues Produkt quasi released habe. Ja, doch, released können wir ruhig sagen. Zumindest ein neues Produkt dann da war. Das stimmt. Also Folge 220 wurde, glaube ich, erwähnt. War das letzte Mal, dass ich ein Produkt gemacht habe oder nicht. So, fahr da mal ganz kurz hin. Gut. Und dann kriegst du hier
sozusagen die schon mal angeboten hier. Das stimmt sogar, glaube ich. Also, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Das war wohl Kunststoff das letzte Mal. Das letzte Teil, was ich da sozusagen gebaut hatte. Und... oder neu als Werkstoff hatte. Achso, jetzt habe ich es nicht... Ne, ist auch weg. Ja, da. Und ja, da wurde gesagt, dass ich so ein bisschen, entweder so ein bisschen Angst vor neuen Teilen habe oder vor der Komplexibilität und ich es deswegen vor mir herschiebe. Prokrastination wurde da gerade auch, oder wurde da erwähnt, was halt eben dann, ja, eigentlich so viel heißt wie Dinge vor sich herschieben, verschieben. Und ich kann mich nicht davon freisprechen. Also sagen wir mal so, ich habe ein Button an meinem Arbeitslaptop oder an der Laptoptasche für mein Arbeitslaptop, wo, also der ist von, kurze Werbung, von Mia Maus. Weiß nicht, ob ihr die kennt, aber die hat einen kleinen Etsy-Shop und da ist so, der ist halt so rautenförmig und da drinnen steht I procrastinate a little. So. Und das heißt halt quasi nichts anderes wie, wo fährt der jetzt eigentlich hin? So, oh, der fährt doch jetzt noch komplett falsch. Na, der kommt ja gleich wieder. nee, der kommt nicht wieder, weil der steht hinten am Bahnhof und wartet da, ne? Ah, verdammte Miezekatze. Ja. Da haben wir den Salat, da haben wir den Salat. Ja, das kann ich ihm zwar sagen, passiert aber nicht viel. Dem kann ich zwar auch sagen, dass er was machen soll, aber passiert auch nicht viel. Ja. Ach verdammt, jetzt habe ich den Mist wieder hier verhunzt. So. Oder Silikon. Irgendwas war es jedenfalls das letzte neue Produkt und da. Ja, wie gesagt, ich kann mich da nicht von freisprechen und es mag vielleicht so ausschauen oder es mag so sein, dass ich da vielleicht eventuell an der einen oder anderen Stelle mich ein bisschen länger aufhalte, als ich sollte, um halt eben der Komplexität zu entfliehen der neuen Produkte. Was ich aber nicht ganz glaube, weil eigentlich freue ich mich darauf, das zu bauen und das endlich hinzukriegen. Denn ja, das ist so ein... Ist schon schön, wenn man da was fertig kriegt. So, hier Wartebedingungen hinzufügen, leeres Frachtinventar, das da und dann bitte... den Bahnhof eigentlich raus. Eigentlich musst du ja zur Müllhalde fahren. Gottchen. So, Haltestelle hinzufügen, Müllhalde. Wartebedingungen hinzufügen, leeres Frachtinventar. So. Aber dein Problem ist natürlich, du stehst hier so bescheuert schon in der Einfahrt, dass du natürlich jetzt nicht weiterkommst. Ach, schade. So, manuell kurz mal. Upsala, ich wollte doch einsteigen. Kurz mal einsteigen, kurz zurückgefahren und dann machen wir wieder auf automatisch. So, dann gehen wir kurz mal auf die Reise. Dann müsste jetzt an der Müllhalde eigentlich an. Oder ähnlichem. So, sehr schön. Das haben wir schon mal geschafft. Das ist ja schon mal nicht schlecht, wenn wir das schon mal dann wieder durch haben und geschafft haben hier. So, hier können wir dann abreißen weiterhin. Das ist auch gut, dass das dann geht. Und zack. Ah ja, einmal hier unten rum. An den äußeren Kreis entlang. Mit Vollgas hier hinfahren und zack, sind wir da. Gut, sehr schön. So, wir haben noch wieder neue Bahnhöfe und ähnliches. Für unser Werk hier. Kabel habe ich auch. Brauchte ich ja auch neu, ne? Einmal für da und einmal für da. So, dann ist das da dran. Hier wurde noch gesagt, dass ich das auch könnte enger stellen. Ja. Aber der Gleichheit wegen oder der Optik wegen steht das jetzt so. Grund ist diese Einbuchtung hier außen. Ich hätte das natürlich den Weg hier zwischen ein bisschen länger machen können, damit die alle ein bisschen länger sind und dass da mehr Züge drin stehen können. Ja. Aber jetzt ist es erstmal so. Und eigentlich ist es so auch mehr als ausreichend. Und ich denke, dass es auch mehr als ausreichend ist
für unsere jetzige Situation. Denn die ist ja jetzt, sagen wir mal, es sieht ja jetzt nicht danach aus, dass ich in den nächsten 20 Folgen hier jetzt den ganz großen Durchbruch habe und mit mal 20 Züge mehr brauche. Ich denke, das wird eher dann hier jetzt so langsam, aber sicher vor sich hin arbeiten und irgendwann werde ich feststellen, dass ich da Bedarf erzeugt habe an einer Stelle, die ich gerade nicht bedienen kann oder sowas. Durchaus möglich, aber das sehen wir dann. So, ach nee, den brauche ich ja nicht. Ich brauche hier, das ist der Kamerad Bahnhof LTN. Den habe ich noch gesehen. Ach, da oben ist er hochgerutscht. So. Gut. Also, alles nicht so schlimm, alles nicht so wild und alles auch nicht immer so, wird auch nicht immer ganz so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Gut. Dann haben wir das auch hinter uns gebracht. Jetzt habe ich hier für dieses komische Zeug noch ein bisschen mal in den Taschen. Kann ich hier aber wahrscheinlich gar nicht loswerden. Achso, das muss ich auch noch erweitern hier. Nicht, dass der Zug nachher, der hier im Depot steht, kein großartiges Material hat, um Feuer und Flamme zu sein. Können wir natürlich nicht zulassen. So, gut. Dann gehen wir hier mal zu unserem Zug in der Müllhalde. Ne, der ist schon wieder weg. Alles klar. Wo ist er hin? Steht jetzt hier und wartet darauf, dass er beladen wird. Und dann geht hier erstmal schon mal ein bisschen mehr rein. Das ist schon mal das ganz Gute. Und wenn man dann halt eben hier die Wartebedingung macht mit den 5 Sekunden. Das habt ihr mir auch in einem Kommentar geschrieben, wo ich das am Anfang nicht richtig gemacht habe. Und das ist ja auch richtig, dass das da reingetragen wird. Damit dann... Ja, ich die Dinge dann mal richtig mache oder, naja, was heißt richtig mache, aber die Dinge dann halt eben dann auch in Angriff nehme und vielleicht verbessere. So, und dann fährt der Zug nämlich mit ein bisschen mehr Ware durch die Gegend, als wenn man da bloß 30 oder 60 oder halt eben die 120 Sekunden wartet. Ne? Dann fährt er wirklich jetzt, müsste eigentlich ein volles Frachtinventar haben. Nö, hat bloß 720 Materialien drin, ne? Was ist das denn? Ist da, habe ich die 30 Sekunden noch drin? Ne? Erststelle Lieferung Tama Crushed Stone. Okay. Crushed Stone wird gefahren. Hier wird nichts hingefahren, ne? Weil die Dinger hier noch so voll sind. Aber durch den Verteiler, der hier ist, wird das eigentlich ganz gut hier verteilt. Das sieht aber. Ich hätte jetzt auch mehr voll liegend gerne gesehen. Ja, es liegt an dem, ne? Der würde jetzt eigentlich hier hinten noch was herbringen und das hier hin vorlegen, aber. Na gut, ja, weil das zu kurz ist für die roten Förderbänder. Der Teiler, der funktioniert halt nur mit 16, mit den blauen Förderbändern richtig, aber die haben wir aktuell noch nicht. Gut. So, das wird also hier Depot. Ah ja, okay, hier habe ich noch vergessen, dass der Depot heißen muss. Depot. So. Okay, so, das haben wir erledigt. Also hier kann alles ranfahren und was Dinge tun, die es denn tun muss. Und hier ist ein rausgefahren, der das Material holt. Hier hätte ich jetzt eigentlich erwartet, dass so langsam muss ich ja doch mal einer hinkommen. Na gut. 6K, 6K, 7K, 48K. Da ist noch jede Menge Zeug da, ne? Das stimmt schon, da ist noch jede Menge Zeug da. Na gut. So. Das wird sich auch verteilen. Da verteilt sich meine Bremse. So gut. Das kann ja nicht weg hier, ne? Obwohl, das kann ich jetzt erstmal von den Pumpen aus gesehen nach hier oben durchdrücken, dass das hier in dem System irgendwo mit ankommt. Verbunden ist das ja hier. Okay. Das heißt, wenn ich das mit Pumpen hier hochdrücke, wäre das gar nicht mehr so verkehrt. Ich brauche ja eigentlich nur eine Pumpe dafür. Oh, das ist jetzt alles abgeklemmt da. Das ist auch nicht wieder schlimm. Soll ja eh nicht mehr arbeiten. Dann gibt hier die Pumpe drin. Tick, 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 tick. Eine Pumpe. Mit ein wenig Rohr. Ah ja, diese Höhe Rohr wäre die richtige gewesen.
So. Hilft auch nichts, wenn man Dinge an Strom anschließt, wo gar kein Strom durchläuft, ne? Aber gut, wir sind hier lernfähig. So. Jetzt müsste die Pumpe eigentlich versuchen, das darüber zu drücken und das hier rauszusaugen. Das ist doch auch schon mal ein Vorteil. So, diese Leitung Kohle brauche ich auch nicht mehr, ne? Die ist über, weil ich... Naja, noch ist es nicht über. Hä? Wo geht die hin? Achso, die geht da oben hoch. Ah, nee, die ist gar nicht mal so über. Oh, da müssen wir noch einen Bahnhof für schaffen. Ja. Da müssen wir noch einen Bahnhof für schaffen, dann nachher. Alles klar, okay, verstanden. Das brauchen wir natürlich hier für die Klärwerkanlagen und ähnlichen. Oh, hier kommt es eigentlich überall raus, ne? Auch mit dem Baufehler da drin. Das finde ich ja schon wieder sehr erstaunlich jetzt. Und jetzt geht auch richtig was raus. Jetzt müsste eigentlich mal irgendwann hier der Kamerad sagen, ich hätte gerne was. Wie bin ich denn nicht auf 48.000 gekommen? Das ist eigentlich auch... 2... Nee, 48.000 ist ein Zug voll, ne? 2.000, 4.000, 8.000, 6.000, 800 pro Kiste. Macht ja bei 10 Kisten, 20, 24 Kisten, macht das ja dann doch ein bisschen mehr als 48.000. Naja, müssen wir mal gucken. Ich fordere hier mal einfach jetzt der Dreistigkeit an 96.000 und schon werden 48.000 Crystal Dust quasi gefahren. Das ist ein kompletter Zug voll. So, und er stellt auch gleich zwei Lieferungen, die er gleich hintereinander erstellt. Es müssten zwei Vierer Züge hier unten langsam aus dem Depot rauseiern. Genau, da fahren sie lang. Da kommt einer an. Da kommt der andere an und wird jetzt hier anständig beladen. Mit 48.000 von dem Zeug. Und hier müssen wir... Nee, das sind die Kisten. Ah, hier müssen wir das Querladen noch machen. Alles klar. Da müssen wir das Schrägladen, also das Überkreuzladen noch einrichten. Damit es ein bisschen schneller geht. Und dann nimmt er nämlich gleich die nächste mit 24.000 Einheiten. Und das ist das, was wir eingestellt haben als Lieferung mit den Stacks. 24.000. Daher kommt das, daher rührt das. Und geht hier nämlich auch schon ein bisschen mehr los vom Arbeiten. Sehr gut. So, und dann steht hier nämlich schon ein Zug in der Warteschlange. Jetzt ist natürlich die Frage, ob wir hier das ist ja totaler Quatsch jetzt. Pickup Drop. So. Und du machst hier so und so. Dann geht es nämlich hier schon viel schneller hier vorne. Müssen wir das jetzt schnell mal durchziehen hier, dass das auch die Innovation schnell bei den anderen ankommt. Nicht zwischen den Zugstellen, das wäre vielleicht nicht ganz so günstig. So. Dann nehmen wir jetzt mit diese wunderschöne Einstellungsgeschichte hier. Der Zug ist voll. Der Zug voll. Was macht der denn hier? Komische Sachen. Moment. Da ist irgendwas verdreht worden. Okay. Nicht gut. Da habe ich irgendwas verkehrt gemacht. Aber jetzt fährt der nicht los, weil der hier hinten steht. Ne? Das ist natürlich auch sehr sinnvoll wieder gebaut. Ja, da war der Meisterbauer wieder am Werk. Ne? Von wegen Fusch am Bau und so. Und da haben wir hier jetzt mehr als genug produziert. So. Wenn wir ganz kurz gucken hier, was macht der denn eigentlich? Der sieht gut aus. Der muss... So. Aber hier ist irgendwie totales Chaos, ne? Aus der anderen Kiste, da nimmt gar keiner mehr raus. So. Du müsstest eigentlich... Nee,
Forum sein. Und dann müsste es so sein. Dann sieht das jetzt hier erstmal wieder gerade aus. Okay. So, jetzt müssen wir hier nochmal gucken. Hier haben wir auch was verkehrt gebaut. Du musst so gucken und du musst so gucken. Dann sieht das hier auch schon wieder gut aus. Okay. So, jetzt müssen wir hier unten noch weitermachen. So, das sieht auch gut aus. Der muss nach da gucken, der muss, nee, der muss nicht nach da gucken, der muss nach da gucken und der muss nach da gucken. Welcher guckt hier falsch? Der guckt falsch, ne? So sieht das gut aus. Alles klar. Okay. Diese ganze Fusselei hier, ne? Die man sich hier so antut. So, und dann können wir die natürlich auch noch so ein bisschen über Kreuz machen, dass die dann hier noch schneller von den Förderbändern runternehmen. Das fördert aber eigentlich nur die ungleichmäßige Beladung der Kisten. Aber da müssen wir mal gucken, wie gut das abläuft. Wie gut wir das hier gebrauchen können, sozusagen. Jede zweite in eine andere Richtung, so. Okay, und dann nehmen wir den jetzt. Für die Kameraden hier. Okay, der guckt schon wieder in die falsche hier. So, was muss er hier irgendwie auch so aussehen? Hier gucken auch schon wieder irgendwelche in die falsche Richtung. Der guckt. Der muss noch da gucken. Der muss noch da gucken. So. Sollte eigentlich überall genau so aussehen. Der guckt jetzt natürlich komplett falsch hier. Wenn man das sozusagen, dieses ganze Wirrwarr am Anfang einmal richtig macht, ne, dann ist das, wäre es ja auch cool, aber naja, mit dem einmal richtig manchmal gar nicht so einfach. So, gut, aber jetzt sind die wahrscheinlich wesentlich schneller als die Förderbänder, die da was rantragen können. Und deswegen werden wahrscheinlich so ein paar Kisten ungleichmäßig beladen, aber das ungünstige oder das günstige in der Sache ist, naja gut, dann ist auch ganz egal. Wenn die voll sind, sind sie voll und wenn andere beladen. So, gut, jetzt sind wir beim Abladen mal gucken. Da wird wahrscheinlich jetzt auch hier ein Stau entstanden sein. Nee, da kein Stau entstanden, also ein Stau schon, aber das sollte erstmal laufen. Und jetzt müsste dann eigentlich auch regelmäßig dann halt die 24.000 dann hierher gebracht werden können. In die Kisten eingelagert werden und dann, ja, wenn es hier abgezogen wird und gebraucht wird, ja, verwendet werden. So, schön. Hui, frischer Bau ein bisschen beseitigt. Wir haben so ein bisschen diese ganze Balancer-Geschichte da nochmal angeguckt. Funktioniert soweit? Nee, Balancer-Geschichte, das war eine andere Folge. Nee. Dann haben wir das Schnell-B-Laden, Entladen hier noch eingeführt. Das müsste man hier auch reinführen, ne? Hier sieht es auch noch nicht so aus, als wenn es richtig ist. Genau. Da könnte ich jetzt aber. Da könnte ich jetzt aber. Ha! Momentchen bitte. Map. Steuerung, Copy. Einmal reinlegen. So, das bist du. Dich will ich nicht, dich will ich nicht. Dich will ich nicht. Müsste ich nur die haben. Speichern. So. Kann ich die nehmen und müsste die eigentlich hier drauf halten können. Und dann sollte eigentlich alles blau sein. Und die sollten alle instant in die richtige Richtung gucken. Ha! Ist das nicht cool? Das ist doch cool. Sehr schön. Okay, haben wir das auch geschafft. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn. Tschüss.